Klosterruine Rüegisberg ist ein bekannter historischer Ort im Kanton Bern, so am Rand der Voralpen, vom Mittelland. Die Leute kommen aus verschiedensten Gründen her. Es gibt Leute, die hier einen Kraftort spüren. Andere haben einfach ein kulturhistorisches Interesse an den Ruinen des Kluninazenserklosters, das hier mal gestanden ist. Es hat auch Wanderer, Spaziergänger, die vorbeikommen. Ein grosser Teil davon sind Pilger auf dem Jakobsweg. Es ist ein Etappenort auf dem Jakobsweg hier zwischen Thun und Freiburg. Und dann ist die Klosterruine Ort für Festspiele, Theateraufführungen. Also eine ganz bekannte Ruine hier im Kanton Bern. Alors ici, on a un bâtiment qui date du 11e siècle, avec des motifs répétitifs, des volutes qui, avec des végétaux, et puis des motifs plus libres, avec des figures un peu fantastiques qui viennent du nord de l'Italie. Et c'est ça qu'on va retrouver quand on analyse ce bâtiment pierre à pierre. On voit de près comment les artisans ont travaillé, on a vraiment le travail original. Et ça, cette originalité qui est encore conservée aujourd'hui, parce qu'elle était protégée des intempéries. La plupart des autres endroits ont été lavés par le temps, par la pluie, donc ça a disparu complètement. Et ça, je trouve très touchant. Ça nous met directement en lien avec la personne qui a travaillé ici il y a 800 ans, quand elle a construit cet édifice. 1938 bis 1947 hat man die Ruinen das erste Mal restauriert und erkannt als kulturhistorisch bedeutendes Monument hier im Kanton Bern. Ruinen sind sehr sensible Bauten, und zwar weil sie ja kein Dach mehr haben. Das heisst, sie sind besonders stark, also die Mauern der Witterung ausgesetzt, Regen, Frost. Und das führt unweigerlich über kurz und lang immer wieder zu neuen Schäden, Abplatzungen, der Mörtel, der sich zersetzt. Man muss die Abdeckung erneuern. Aus diesem Grund müssen so Ruinen immer wieder saniert werden und die Arbeiten sind jetzt hier im Gang. Der Archäologische Dienst ist die Fachstelle, die zuständig ist für Ruinen im Kanton Bern. Wir führen solche Sanierungsmassnahmen oder Ertüchtigungsmassnahmen an Ruinen fachlich begleiten. Auf der einen Seite und andererseits zugleich auch wissenschaftlich dokumentieren, weil so eine Ruine ist auch eine Geschichtsquelle, die Informationen liefert über die Vergangenheit. In einem späteren Schritt nachher versuchen wir anhand der Informationen auch die Geschichte von diesem Kloster versuchen zu rekonstruieren. Und schliesslich das Ziel ist dann nachher die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden, dann wieder an der Öffentlichkeit zu vermitteln. Le travail du service archéologique, plus généralement, est vraiment de conserver ces objets originaux pour les générations futures. Il y a sans doute des possibilités d'analyse qui existeront que nous n'avons pas aujourd'hui, des manières peut-être de lire certaines informations ou de découvrir certains pigments. Et donc, on peut toujours revenir à ces originaux qui n'auront pas été détruits, qui auront été protégés, pour comprendre certaines choses ou répondre à certaines questions que nous ne nous posons pas aujourd'hui. Und das zeigt uns heute nachher, dass eben so wie wir heute leben, nicht die einzige mögliche Form ist, wie Menschen leben können, sondern dass das immer an einer Veränderung unterworfen ist, vielleicht auch bewusst verändert werden kann, vielleicht sich auch muss anpassen, immer wieder anderen Begebenheiten. Und das ist, denke ich, eine wichtige Lehre aus der Beschäftigung mit der Vergangenheit.